Ja, liebe Freunde, ein Symposium ist es eigentlich nicht vorgesehen, wo man sich antwortet und aufeinander reagiert. Ich will nur noch das Folgende sagen. Ich war mir ja bewusst, dass ich hier einen großen Streit lostrete. Aber, wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann ist es der langweilige Konsens und immer einer Meinung sein. Am wohlsten fühle ich mich, wenn die Zeit liegen. Und in diesem Sinne sei mir dann doch noch erlaubt, kurz auf Maximilian Krah einzugehen, der jetzt aber schon wieder nicht im Saal ist, aber vielleicht hört er es ja. Und zwar muss ich gestehen, wir sind arrogante Großmäuler immer schon sehr sympathisch gewesen. Und deshalb habe ich ihn auch eingeladen und deshalb bin ich ihm auch sehr dankbar für seinen Beitrag. Ich kann ihn gar nicht übel nehmen. Er war auch insofern authentisch, als er die ganze Zeit von Selbstliebe gesprochen hat und sich dann statt der vereinbarten 15 Minuten 30 Minuten Redezeit genommen hat, was dazu führt, dass wir alle später ans Buffet kommen. Wie dem nun sei. Noch kurz zur Sache, sein Beitrag zu Kant hat natürlich gezeigt, dass er sich nie intensiv mit Kant beschäftigt hat, sondern hat er aus der Sekundärliteratur, aus der eingängigen populären Sekundärliteratur Schlagworte zusammengesucht und hier verwurstet hat. Denn, bitteschön, Kant für als Advokat des heutigen Individualismus zu nehmen. Unhistorischer geht es doch gar nicht mehr. Der Individualismus, von dem Leute leiden, den haben die 68er verbrochen. Lange, lange, lange nach Kant. Aber wenn wir zurückgehen in diese heile Zeit, in der Kant gelebt hat, und wenn wir seine Philosophie studieren und die Texte lesen und sehen, wie er über diese Allgemeinheit spricht und über die Pflicht, dann können wir uns natürlich an Kant heute aufrichten und neues Pflichtbewusstsein entwickeln. Was mich von Maximilian Krah weiter unterscheidet, ist natürlich auch, dass ich Oswald Spengler nicht nur zitiere, sondern dass ich ihn gelesen habe. Und zwar den Untergang des Abendlandes, den Untergang komplett. Und wenn man Oswald Spengler liest und versteht, dann erkennt man, dass er ein ganz abstruser Exot ist, der naturwissenschaftliche Denkmuster der Geisteswissenschaft trägt, der nämlich Anspruch hatte, einer Morphologie der Weltgeschichte. Also, dass die Weltkulturen wie Tiere oder Pflanzen sich nach bestimmten Gesetzen entwickeln und bestimmte Lebensstadien durchleben, Jugend, Reife und dann Sterben. Das ist natürlich hochgradig abstrus und völlig unhistorisch, weil es nämlich leugnet, dass keine Gesetze die Geschichte regieren, sondern wie Ranke gezeigt hat, jede Epoche immer Neues und nur aus der Selbst verstanden werden kann. Damit ist es unhistorisch, der Historismus ist deutsch, damit ist es undeutsch, so zu denken. Und damit schließen, wir werden jetzt darüber nachdenken, nochmal wirklich ein Symposium durchzuführen, denn Maximilian Krah müsste es auch wieder erwidern können, aber dann geht das ewig und der kommt nicht zum Essen. Außerdem habe ich jetzt das letzte Wort. Ich will es nutzen, um erstmal jetzt noch ein paar Dankesworte loszuwerden. Ich will erstmal den Rednern, die hier waren, allen danken. Ich finde, es war ein wunderbares Preußenfest. Jeder hat sich Mühe gegeben, jeder hat seine Individualität eingebracht. Also es war großartig. Vielen Dank euch alle. Und vielen Dank auch an Kai Gottschalk, der sich hier hervorragend vorbereitet hat und das alles wunderbar ernst genommen hat, jeden eingeführt hat. Vielen Dank, Sonderapplaus für Kai Gottschalk. Erwähnen, der hier wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass das stattfinden kann, mit dem jeder von euch korrespondiert hat, nämlich einer meiner Mitarbeiter, der mir wirklich viel abgenommen hat in der Organisation dieses Festes, Edgar Egel.
natürlich immer mehr, die Kosten steigen. 60 Euro ist ein stolzer Preis. Wir müssen trotzdem als Kreis immer noch ein bisschen was zuschießen. Aber es gab edle Spender, die ermöglicht haben, dass JA-Mitglieder und andere Bedürftige nur für 20 Euro hier reinkommen statt der 60. Und zwar haben Daniel Wald, Florian Schröder und Alf Eichenbaum dreistellige Beträge für diesen Zweck gespendet. Ich glaube, vielen Leuten.